Okay. Dann mal ran da. So, die Elfen sollten weg. Du sicherst, du läufst mal weg. Du hältst dich bereit. Du schnappst den da unten. So, sie schnappt sich gleich hoffentlich den Wasserspeier oben und du schießt mal drauf. Schießt mal drauf. Oh, du hast die falsche Waffe in der Hand. Hm? Jo, Langbogen. Na gut, du schießt nächste Runde drauf. Du zuhauen. Du nur einen Schritt zurück. So, und jetzt müsste wieder Computerkampf, ganze Gruppe, keine Magie einstellen können. Talana, warum musst du das immer tun? Grimmin ist angeschlagen. Talana ist angeschlagen. So, du, alte Option. Talana muss gleich unbedingt da weg. Muss ganz schnell da weg. Das sind ganz schön zähe Biester. Komm schon, Talana. Die will mich doch ärgern. Oder die wurde irgendwie gelähmt. Oh, der erste ist tot. Sehr schön. Ich glaube, Talana ist echt gelähmt. Macht nichts mehr. Du greif mal. Kommst du da hin? Ah, na endlich. So, du weg da. Du ram da. So, der ist auch weg. Sehr schön. Die Nauten schafft Tirik wohl alleine. Jo. Du läufst zickzack. Gut, du dahin. Schießt auf den. Die sind irgendwie schwer zu erwischen. Angriff. Der da hinten. So. Na gut, das machen die Nahkämpfer jetzt alleine. Du dahin. Du. Sehr gut. Du müsstest jetzt. Da ist der Cursor jetzt neben Gwendolyn. Da müsste er neben dem Gargoyle sein. Genau. Sichern. 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 Du läufst wieder in die andere Richtung. Und du stellst dich mal dahin. Nein, dahin. So. Jetzt müsste gleich auf jeder Seite ein Nahkämpfer sein. Und dann können wir auch den Computerkampf anmachen, ohne dass wir. Ja. Oder wir bringen ihn einfach um. Oh, und das Bild ist weg. Also ja, die Statue ist weg. Macht Sinn. Yallen, verarzte doch bitte mal Gwendolyn und Talana. Wunden heilen Gwendolyn. Talent anwenden. Wunden heilen Talana. Sehr gut. So, jetzt gucken wir, ob hier noch mehr Statuen sind. Nee, anscheinend nicht. Was haben wir in der Mitte? Ist das Wasser? Sieht komisch aus. Hm. Es gibt nur einen Zugang. Und keine Geheimwände. Ah doch, hier ist noch eine zweite Tür. Sehr schön. Schlossknacken. Oh, was haben wir hier? Noch eine Lore? Nee. Aber hier ist definitiv irgend so eine Art Schiene, oder? Hm. Oh, das könnte für Wasser sein. Auch wenn es zurzeit leer zu sein scheint. Hm, okay. Schloss knacken. Schloss. Schloss knacken. Will er nicht? Ah doch, na also. Hier ist Lava.
Nein. Wollen wir etwas in das Loch werfen oder wollen wir uns abseilen? Wie werfen wir was in das Loch? Und zwar ein Proviantpaket. Hat sie gar nicht mehr. Dann werfen wir mal nichts rein. Jedenfalls nicht sie. Loch werfen, Trick. Hyala Feuer. Feuer. Nein, das wäre doch ein wenig komisch. Ach doch, da oben. Proviantpaket. Okay. Also mein Gedanke dahinter war eigentlich, wir werfen was runter und hören, wie lange es braucht, bis es unten aufschlägt. Aber da kommt nichts. Wollen wir uns einfach so mal abseilen? Okay. Je tiefer sich Talana abseilt, desto wärmer wird es. Die Wände des Schachts bestehen aus Lavagesteinen. Da sie am Seil nicht weiter nach unten kommt, macht sie Kehrt und zieht sie wieder nach oben. Das könnte eine Lavaschmiede sein. Das wäre ja schick. Aber na gut. Hier geht's auch noch weiter und hier ist mal wieder der Schacht. Also ja, wir können jederzeit wieder ganz nach oben. Das ist schon mal sehr praktisch. Sind wir jetzt hier durch? Ne, da ist noch eine Tür. Oh, und da hinten ist auch noch was. Also links an der Wand lang. Klick. Die Schlösser werden auch immer schwerer zu knacken. Plötzlich seid ihr von 6 Gestalten in zerschlissenen Lederrüstungen umzingelt. Wieder Zombie-Zwerge. Oh, Zombie-Zwerge. Die waren ja nicht wirklich schwer. Ich berechne da mal die ganze Gruppe. Keine Magie. Oh, oh, okay. Hat Gwendolyn hat was abbekommen. Aber da können wir schon so unsere Helden uns verlassen. Das passt schon. Wir finden ein Steinmedaillon, Kriegsbeil und einen Zweihänder. Wir haben eigentlich schon einen magischen Zweihänder. Also selbst wenn er magisch wäre, wäre er nicht so interessant. Aber komm, solange wir Platz haben. Die Beile können allerdings hier bleiben, das wird sonst zu schwer. So. Wie sieht die Belastung aus? 5? 7, 7, 5, 5. Soweit alles okay. Steinmedaillon. Dies ist ein Steinmedaillon. 10 Unzen. Okay. Oh, was haben wir hier? Goldadern. Wo die beiden Schichten aufeinandertreffen, ist eine dicke Salzschicht entstanden. Hä? Es scheint, als sei die Wand mit einem dünnen Pelz überzogen, wobei der Ursprung des... wohl der Ursprung des eigentümlichen Farbenspiels. Als Glenn die Wand genauer betrachten wir, rutscht sie aus dem feuchten Moos aus und muss sie an der Wand abstützen. Ein Teil des Pelzes bleibt an Gwendolyns Fingern hängen, die jetzt in den gleichen Farben wie die Wand schimmern und rasch kühl werden. Ha, also das kühl, das heiß. Und ein Rad. Und ein Loch. Wir könnten jetzt Mürren wieder vorschicken. Das würde zwar vom RP her keinen Sinn machen. Wir finden 5 Kriegsbeile. Oh, das ist doch mal praktisch. Der Loot bleibt jetzt an den Stellen liegen. Ah, okay. Ja. Also wir könnten das Loch greifen. Ich glaube, das mache ich auch einfach mal ganz kurz. Wir wollen eine Fackel hineinstecken und hineingreifen. Gerogon findet eine kleine Fiole mit Heiltrank. Okay. So, und ein Rad ist hier. Mirum schaut sich das Rad genauer an, betrachtet dann die nähere Umgebung und lässt endlich ihre Blicke durch den ganzen Raum schweifen. Kann aber nichts erkennen, was mit dem Rad zusammenhängen könnte. Wollt ihr das Rad drehen? Nein. Kurima bekommt ihren Sold. Also ich wurde gewarnt, ganz am Anfang, dass ich das Rad erst drehen soll, wenn irgendwas war. Ich glaube, wenn ich ganz sicher bin, dass ich hier raus will. Wahrscheinlich, wenn wir den Salamanderstein gefunden haben. Wenn dann überhaupt hier drin ist. Also ja, das Rad drehen wir erstmal nicht. Was haben wir noch für Alternativen? Wir haben noch da unten den Weg. Also gehen wir raus. Dann nach Süden. Dann nach Osten. Ah,
Hier geht dieses komische Wasserdingens weiter. Und hier geht's hoch. Huh. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, es ist eine andere... Also gut, wir haben jetzt hier... Ich nehme das mal als Beispiel hier. Wir haben hier eine Etage gehabt, die Eingangsetage. Dann 1, 2, 3, 4 Unteretagen. Und jetzt haben wir einen Weg gefunden zu einer anderen Oberetage, die dann parallel zu den Etagen hier läuft. Es wird langsam echt kompliziert hier drin. Aber gut, schauen wir uns hier mal um. Sieht ja schon mal recht interessant aus mit diesem Metallgitter hier. Hm. Okay, wir können einmal rumgehen. Was auch immer da in der Mitte ist. Da geht's. Ach, wir können ins Wasser gehen. Ich habe mir schon die Unsitte angewöhnt, mich monatlich zu waschen, protestiert Tirik. Aber das ist einfach zu viel verlangt. Da kriegt ihr mich nicht mehr hinein. Kurima zuckt zurück, als sie die Wassertemperatur überprüft und beschließt, dass jetzt nicht mehr der geeignete Zeitpunkt für ein Bad ist. Okay, die beiden wollen also nicht. Da geht's wieder hoch. Jetzt ist bestimmt hier unten irgendwo ein Schlüssel drin. Hm? Gwendolyn hält die Luft an und taucht, bis sie den Boden des Beckens erreicht. Es ist ziemlich dunkel und sie kann nichts Besonderes erkennen. Warum tauchst du immer wieder? Du solltest schnell was trinken. Starker Heiltrank ist okay. 12 Lebenspunkte für einen starken Heiltrank, das ist echt super. So, Wirselkraut. So. Oh, plötzlich fühlt Myrum etwas Weiches zwischen ihren Fingern. Schnell greift Myrum zu, bekommt aber nicht zu fassen. Dafür bekommt irgendetwas anderes sie zu fassen. Myrum schlägt heftig um sich und ist schon halb ertrunken, als es ihr endlich doch gelingt, freizukommen. Erschöpft kauert sie sich am Rand der Treppe nieder und starrt schaudernd in das Wasser. Es dauert nur Sekunden, bis ihr alle das Wasser verlassen habt. Wir sind auf der falschen Seite. Wir laufen mal ganz schnell wieder ganz außen rum, um alle beisammen zu bekommen und versuchen dann nochmal da reinzukommen, weil irgendetwas Wichtiges scheint da ja zu liegen. Nur hat Myrum das leider nicht mehr erwischen können. Also hier, alle zusammen und rein da. Es war da hinten in der Ecke und sogar Tirik ist hier mitgekommen. Will er hier irgendjemanden verteidigen? Es wäre hier eigentlich gewesen. Hätte ich jedenfalls schwören können. Vielleicht auf der anderen Seite? Schnell greift er dann zu und bekommt etwas zu fassen. Taucht damit auf und betrachtet zornig den halbvollen Wasserschlauch, den sie in der Wand Hand hält. Demonstrativ öffnet Jalen den Schlauch und schüttet das Wasser heraus. Es dauert geraumsame Zeit, bis sie merkt, dass der Schlauch überhaupt keine Neigung zeigt, leer zu werden. Soll Jalen den magischen Wasserschlauch einfangen? Ja, klar. Aber das war bestimmt nicht das, was wir hier eigentlich... Schnell greift Geroen zu, bekommt aber nicht zu fassen. Genau, das war nicht das, was wir gesucht haben. Auch wenn so ein magischer Wasserschlauch bestimmt irre praktisch ist. Sieht er irgendwie anders aus? Ich will ihn nicht aus Versehen irgendwann mal wegschmeißen. Jo, Wasserschlauch magisch, sehr schön. Das heißt, du kannst deinen anderen Wasserschlauch mal wegschmeißen. Gegenstand wegwerfen. Ja. So. Also, eigentlich bräuchte jetzt niemand mehr einen Wasserschlauch, aber das mache ich später. Erstmal will ich jetzt gucken, was hier noch im Wasser ist. Also ich denke, hier wird irgendwo eine Truhe oder dergleichen unter Wasser sein. Oder vielleicht ein kleines Kistchen oder so. Mit einem Schlüssel drin. Plötzlich fühlt Jalen etwas Weiches zwischen ihren Fingern. Bekommt aber nicht zu fassen. Oder das Weiche ist jedes Mal dieses komische Wasserding, das Myrum angegriffen hat. So, was Weiches zwischen den Fingern? Bekommt nicht zu fassen. Kann nichts Besonderes erkennen.
Aber der Salamanderstein ist hier irgendwo im Wasser? Das wäre aber nicht weich. Ne, irgendwas schnappt wieder nach uns. Es dauert nur Sekunden, wir sind alle wieder draußen. Ja, okay. Dann lassen wir das hier erstmal. Und ich denke, ich speichere ab. Und in der Zwischenzeit werde ich dann lesen, was der Kommentar war, was ich denn unbedingt noch machen sollte, bevor ich da das Rad drehe. Nur damit ich nicht irgendwie den Spielstand verhau. Aber erstmal abspeichern. Neu. Jo. LP 076. Und wir sehen uns gleich wieder.